So, ich hoffe, jetzt geht's wieder. Also mit diesen Tags kann man halt erreichen, dass kann man halt erreichen, eine Bestimmung festzulegen, welche Videos neben seinem eigenen Video gezeigt werden. Wenn man zum Beispiel den Tag Minecraft drin hat, nur den Tag Minecraft, dann werden wahrscheinlich auch eher Minecraft-Videos rechts da erscheinen, wenn man sein Video anguckt. Und so kann man zumindest festlegen, dass man, wenn man nur Tags benutzt, die was mit seinem Kanal zu tun haben, kann man zumindest festlegen, dass seine eigenen Videos dann neben seinen eigenen Videos erscheinen. So, das kann schon mal ein bisschen was bringen. Ein paar kleine Aufrufe, sage ich jetzt mal, und ein paar neue, vielleicht auch Zuschauer. Nur bringt einen das inzwischen auch nicht mehr so weit, weil die Tags dann doch, wenn man einen Minecraft-Tag macht, dann weiß man, was passiert. Nämlich, da kommen riesige Minecraft-Videos mit 1 Million Aufrufe, weil irgendwer eine riesige Villa gebaut hat. So. Jetzt, was macht man nun? Man überlegt sich, ja, ich kann doch eigentlich mit meinen tollen Videos, ich komme jetzt wieder zu diesem Beispiel zurück, was ich eben schon gesagt habe, mit den Geschichten und der Musik und bla, denn man überlegt sich halt, ich kann doch eigentlich einfach so ein bisschen Werbung machen. Also ich kann jetzt einfach irgendwie sagen, so, ja, ich schreibe jetzt irgendwie einen Kommentar und sag einfach, ja, schaut doch mal, wenn ihr Lust habt, schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei. Und dann denkt man sich so als YouTuber, ja, da kann doch eigentlich keiner ein Problem mit haben. Weil erstens, es stört niemanden und zweitens, es macht ja auch nichts kaputt. Es macht das Video, es verändert ja nichts am Video. Und wenn jemand, ich lese zum Beispiel unter Videos, die ich gucke, ehrlich gesagt weniger die Kommentare, sondern gucke eher einfach auf das Video halt. Außer es ist so ein Video, wo es Kommentare halt so sehr erwünscht sind halt. So, jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, nämlich wenn man das nicht machen möchte, weil man irgendwie, ja, weil man das blöd findet, weil man das selber blöd finden würde. Ich kann es ja verstehen, man kann es blöd finden, aber dann finde ich es dann doch ein bisschen übertrieben, diesen Kommentar dann so runterzumachen. So, wenn man das dann blöd findet, und was könnte man anderes machen? Ich versuche jetzt mal mir so selbst ein bisschen Ideen zu überlegen, die vielleicht auch euch helfen. Ich weiß nicht, habt ihr einen YouTube-Kanal? Weiß ich nicht. Also einen YouTube-Kanal mit Videos, sagen wir so. Oder wollt mal Videos machen. Es gäbe halt noch die Möglichkeit, Werbung auf Facebook zu machen. Das heißt, auf irgendwelchen Let's Play-Seiten das hinzuschreiben. Und dann gibt es noch die ganz gute Möglichkeit, die ich auch mal machen werde, sich in einem Let's Play-Forum anzumelden und seine Let's Plays da zu posten, sagen wir es so. Und wenn man diese ganzen Möglichkeiten gut kombiniert und es gut macht, und auch vielleicht da zählt halt auch ein bisschen die Quantität. Das läuft zwar dann zum Teil auf fast spamartige Anfälle von Kommentarwellen von irgendwelchen YouTubern hinaus, aber im Endeffekt macht es nicht wirklich etwas, weil so viele Kommentare immer gepostet werden unter Videos, zumindest unter berühmte Videos, und unter anderen würde ich das jetzt nicht machen, dass diese auch schnell wieder untergehen. Das heißt, man bekommt die ersten 12 Stunden bei wirklich gehypten Videos ein bisschen Aufmerksamkeit, wird vielleicht ein, zweimal zugespammt, aber dafür bekommen auch ein, zwei Leute vielleicht also werden auf euch aufmerksam. So, und was ich jetzt mit diesem ganzen Gebrabbel, was ich hier die ganze Zeit abziehe, ich merke schon, ich schweife ziemlich ab, aber ich versuche halt so ein bisschen den Redefluss zu bewahren. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen meinen, das ist schön eintönig, da kann man schon viel überreden. Wenn man dann irgendwann sich durch diese Methoden eine Fanbase erarbeitet hat, und dann wird man am Ende dann doch verstehen, wenn das andere unter seinen eigenen Videos machen, dann wird man verstehen, ich habe auch so angefangen, inzwischen geht es vielleicht, also ohne viel Glück, nicht mehr anders, und ich weiß, es ist möglich. Viele haben es ja geschafft, ohne diese Werbung halt groß zu werden. Vielleicht, ich will es ja auch gar nicht zu sehr darauf schieben, dass sich YouTube verändert hat, dass so viele neu dazugekommen sind. Aber
Es ist halt einfach so, es hat sich, das ist nicht zu leugnen, es hat sich wesentlich verschlimmert. Also die, wie man Aufmerksamkeit bekommen kann. Die gehypten Kanäle werden immer mehr gehypt und die kleinen Kanäle werden immer mehr, verlieren immer mehr Aufmerksamkeit. So, und deshalb muss man sich ein bisschen hochkämpfen. Und ich hoffe, dass ihr das versteht. Was ist das? Ich will mal eben hier überprüfen, was das ist. Magnesium. Cool. Wo war ich? Oh Scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. Gehypte Kanäle, ungehypte Kanäle, richtig? Ja, genau. Die gehypten Kanäle werden immer mehr gehypt und die ungehypten Kanäle bleiben immer unentdeckter und deshalb muss man sich halt so hochkämpfen. Und deshalb hoffe ich, dass ihr das versteht, wenn unser Kanal das zur Anlaufphase macht, bis wir einigermaßen drin sind und dann werden wir auch damit aufhören. Falls euch das irgendwie wichtig ist, also ich weiß ja nicht. Also mir persönlich wäre das egal, wenn ich einen Kanal gucke, ist es mir egal, wie der Werbung macht. Ich finde seine Videos cool. Pff, scheiß ein Dorf. Und wenn ich mal unter meinem eigenen Kanal solche Kommentare sehe, ich glaube, wenn irgendwann ist es nicht mehr möglich, alle Kommentare zu lesen, ist ganz einfach so. Aber ich würde mir, wenn ich den sehe wirklich und mich das wirklich anspricht, was da drin steht, dann würde ich mir den Kanal auch unbedingt angucken. Also weil ich kann es ja selber verstehen, ich habe es ja selber gemacht. Ich habe ja selber so Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn es mir dann gefällt, dann bleibe ich da und wenn nicht, dann nicht. Punkt. So, ich habe jetzt viel geredet, das war auch schon die Folge. Diesen kleinen Schnitt mache ich raus, also ich schneide das halt zusammen, dieses mit dem Laggen, das war irgendwie so ein Laganfall, nicht verstanden, aber ich habe nicht wirklich Minecraft-technisch viel geschafft. Ich habe eigentlich gar nichts geschafft, außer ein bisschen Dings abgeerntet und Fackeln gesetzt unten in der Mine. Ich sollte echt wieder. Ich glaube, nächstes Mal rede ich wieder ein bisschen weniger. Ich habe ziemlich viel geredet. Aber mich hat das Thema halt auch sehr beschäftigt. Irgendwie. Gut. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Ach so. Ja, heute ist ja Freitag. Ach, ich lade ja sowieso zeitversetzt hoch. Macht also keinen Sinn, euch irgendwie damit zu belästigen. Falls dieses Video noch vor nächster Woche, also vor Ende nächster Woche ankommt, was ich schwer hoffe. Also vor Freitag, dem 13. Oh, Freitag der 13. Da. Nee, aber falls das Video vor Freitag, dem 13. ankommt, oder eher vor Samstag, den 13., möchte ich euch sagen, dass es sein kann, dass ich nicht genug vorproduzieren kann, um meine Urlaubsphase zu überbrücken. Da verlasse ich mich dann ein bisschen auf den anderen, der hier noch mitarbeitet, dass der ein paar Videos hochlädt, damit ihr nicht komplett leer ausgeht. Aber es kann halt sein, dass ich da nicht ganz da sein werde. Also vom Sonntag, dem 4. Da kommt gar nicht hin. Ach so, es ist Freitag der 12. Puh, kein böser Tag. Also am Sonntag, den 14., bin ich weg. Bis Ende der Ferien fast. Und da kann ich wahrscheinlich zwischenzeitlich noch drei, vier Videos hochladen, aber dann ist Schluss. Also müsst ihr euch ohne mich abfinden. Also 3 Wochen ohne mich. Aber bis dahin werden noch ordentlich Videos ankommen. Also ich denke mal, bis, wenn das hier sagen wir ungefähr Part 7 ist, dann bis Part 15 kommt wahrscheinlich noch. Oder sagen wir, sind wir nicht so ganz optimistisch, bis Part 12 kommt noch. Gut. Vom Ende der Ferien, dann mache ich wahrscheinlich noch weiter. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Kanal. Los. Ich hoffe, ihr versteht mich, was ich vorhin gesagt habe und der ganze Kram. Und ihr seid nicht zu sehr verwirrt von meiner Sprechweise. Ich muss das noch ein bisschen üben, glaube ich. Dass ich gleichzeitig spielen und so redeflussartig. Ich kann eigentlich redeflussartig sehr gut reden. Ich kann sehr viel reden. Ich kann in der Aufnahme, also wenn ich jetzt nichts machen muss, wie hier gerade, kann ich sehr reden. Ja, genau dann verhaspel ich mich. Perfekt wieder. Mann. Nein, also ich kann eigentlich sehr gut im Redefluss bleiben und ich kann sehr viel reden, aber ich komme dann manchmal so ein bisschen vom Thema ab und schweife so ein bisschen ab. Das ist ziemlich blöd. Muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Ich hoffe, ihr versteht mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück bei Minecraft hier. Ich habe gerade gesehen, wir haben die 10-Abonnenten-Marke geknackt. Vielen Dank dafür. Und boah,
Heute möchte ich ein bisschen mehr reden mit euch, und zwar über ein Thema, was ihr alle kennen werdet, allein dadurch, dass ihr diesen Kanal wahrscheinlich erst dadurch entdeckt habt, nämlich, ach, erst nochmal ein kleiner Hinweis: Es kann sein, dass wir jetzt schon mehr haben, weil ich die Videos sehr zeitversetzt hochlade. Also für alle, die noch mehr dazu gekommen sind, dann auch schon mal danke, weil ich produziere ziemlich viel vor. Ich nehme halt irgendwie mal 3 Stunden am Stück auf und schneide jede Stunde oder jede halbe Stunde einmal. Und deshalb kann es halt sein, dass wir die nach diesem Video schon ein bisschen mehr haben. So, und zwar habt ihr diesen Kanal ja wahrscheinlich dadurch entdeckt, dass ich unter viele Videos von Let's Playern und anderen großen Let's Playern Kommentare geschrieben habe. Und bei manchen habe ich halt auch Antwort bekommen, so von wegen, ja, die mussten das ja auch nicht machen, um groß zu werden und bla, bliblub. Ihr müsst aber eines bedenken, wenn ihr solche Kommentare lest. Erstens, es stört euch ja eigentlich nicht, wenn diese Kommentare da sind. Ihr lest sie euch durch. Wenn ihr Interesse habt, geht ihr auf den Kanal. Wenn ihr ihn gut findet, findet ihr ihn gut. Und wenn ihr ihn nicht gut findet, findet ihr ihn nicht gut. Fertig. So. Und der andere Punkt ist einfach, dass YouTube ja einen riesigen Zuwachs an Kanälen bekommen hat, seitdem es diese großen deutschen Kanäle gibt, also LeFloid und die ganzen großen YouTuber, die da ja fast von leben oder zum Teil sogar davon leben, also nicht alle, sage ich gar nicht. Und es ist ja auch nicht wirklich das Ziel. Das Ziel ist erstmal irgendwie das, was einem Spaß macht, halt diese Let's Plays oder was man halt auch immer macht auf YouTube, das durchzusetzen und vielleicht ein einigermaßen großes Publikum zu bekommen. Sonst macht es ja auch irgendwie keinen Spaß, wenn einem keiner zuguckt. Und jetzt ist aber halt, sind so viele dazugekommen, dass man einen einzelnen Kanal gar nicht mehr durch Zufall findet eigentlich. Es ist, wenn man großes Glück hat, möglich, aber man muss halt wirklich Glück haben, dass sein Kanal durch Zufall von irgendwem entdeckt wird. Und deshalb habe ich mich halt dazu entschlossen, diese Kommentare zu schreiben erstmal, bis wir ungefähr, ja, ich habe gesagt, ja, ich habe eigentlich mir gar nichts überlegt. Ich mache das einfach noch ein bisschen, bis ich denke, jetzt läuft es einigermaßen von alleine und dann höre ich damit auf. Aber ich bitte euch einfach jetzt nicht deswegen unseren Kanal irgendwie danach zu bewerten, dass wir nennen wir es mal Werbung. Auch wenn es, ja, es ist eigentlich sogar eine Art von Werbung. Es ist einfach, ja, man muss irgendwie ja ein Publikum bekommen. Und das bekommt man halt auf 2 Wegen. Entweder man macht Videos und Videos und Videos und hofft einfach, dass das Publikum kommt. Aber wenn dann keins kommt, durch irgendwelchen, dass man hat Pech oder so und ja, dann hat man halt keine Motivation mehr und dann hört man auch irgendwann auf. Und das möchte ich uns halt ersparen und deshalb schreibe ich diese schönen Kommentare. So, ich habe mir meine Videos selber auch nochmal angeguckt. Ich bin ja relativ selbstkritisch da und habe gemerkt, ich rede relativ monoton. Das versuche ich jetzt mal in dieser Folge ein bisschen anders zu machen und ich versuche auch ein bisschen mehr zu reden, weil ich habe gemerkt, ich rede relativ wenig und deshalb habe ich mir vorgenommen, für jede Folge mir eine Art kleines Überthema mir auszusuchen. Das kann halt sein, irgendwie, ja, sowas wie jetzt über allgemein Probleme mit dem Kanal oder Probleme mit der Community, bla. Ich will das jetzt auch gar nicht auf euch beziehen, was ich eben gesagt habe, ne? Bisher sind unter meinen Videos noch keine gekommen, aber als Antwort auf die Kommentare unter jetzt, ich will jetzt gar keine Beispiele nennen. Ja, also als Antwort auf die Kommentare sind halt Kommentare gekommen, dass diese Werbung mache scheiße ist. So. Noch dazu ein bisschen. Ich will mal ein Beispiel nennen, wie ein Kanal groß werden kann. Man erstellt einen Kanal und hat sich vorgenommen, Videos über. Na. Man hat sich vorgenommen, schöne Bilder zu schießen, irgendwie mit der Kamera oder so, und will die dann hochladen und will dazu was erzählen, Geschichten erzählen, irgendwelche kleinen, ja,
selbstgeschriebenen Geschichten, Kurzgeschichten oder so erzählen und dazu passende Bilder zu machen, um damit die Atmosphäre zu unterstreichen, vielleicht noch Musik runterzulegen. So, und jetzt lädt man, jetzt produziert man ein paar Videos davon. Die sind dann relativ aufwendig. Ich gebe auch zu, dass sowas aufwendiger wäre als ein Let's Play jetzt. Und dann sind die auch, man zeigt die vielleicht ein paar Freunden. Also jetzt 4, 5 Freunden, aber dann ist es einem doch für das große Umfeld der Bekannten dann doch ein wenig irgendwie peinlich. So diese YouTube-Videos irgendwie, das ist ja auch irgendwas, ja, das da alles, was man da macht, kann halt, wenn man es seinen Freunden zeigt, immer weiter ins Umfeld be zu bekommen. Und wenn man dann irgendeinen neuen Menschen trifft, dann sagt man, wie man heißt, und dann, ah, du bist das, der diese komischen Geschichten da in seinen auf seinen YouTube-Kanal hochlädt. Ja, dann ist man gleich so in so einer Art Schublade drin. Das ist halt auch problematisch. So, und deshalb macht man es eher so, vielleicht 2, 3 Freunden, vielleicht macht man das auch zusammen mit einem Freund, wie ich jetzt. Und ja, so, nur dann kommt irgendwann die Stelle, wo man merkt, man bekommt vielleicht, wenn man Glück hat, bekommt man ein, zwei Zuschauer am Anfang, die das, was man machen, richtig gut finden und vielleicht auch ihren Freunden weiterempfehlen. Und wenn man richtig Glück hat, kann es sein, dass dieser Kreislauf, dieses wellenartige Ausbreiten, dass jeder es vielleicht 2 Freunden erzählt oder vielleicht auch nur einem Freund, das kann dann dazu führen, dass der Kanal groß wird. Und wenn der dann über 1000 Abonnenten hat, meinetwegen, kann es halt auch sein, dass mal ein Video, nee, kann inzwischen nicht mehr, mal ein Video auf die Startseite kommt. Aber jetzt kommt's nämlich. YouTube hat ja das Design verändert und bei der neuen Startseite ist es eigentlich fast nicht möglich, wenn man weniger als 100.000 Aufrufe auf ein Video hat, durch Zufall, ohne dass man irgendwie ähnliche Videos sich angeguckt hat, auf die Startseite zu kommen. Und jetzt kommen auch die Kommentare und die Tags ins Spiel. Man kann halt in sein Video Tags einbauen. Das kann man am Anfang beim Hochladen machen. Wer noch nie ein Video hochgeladen hat, weiß das vielleicht nicht. Und da kann man Tags reinschreiben. Diese Tags, dachte ich früher immer, dass die dafür da sind, dass das Video gefunden wird. Aber erstmal sind sie hauptsächlich dazu da, dass sich Videos mit den ähnlichen Tags zusammen in dieser rechten Spalte, da es leckt gerade total. Kleinen Moment mal, ich mache mal im Schnitt.